Ein Stadion am Rande von Leipzig. Wenn Heidi Lehnert den Markleberger Sportpark besucht, kommen ihr immer wieder Erinnerungen an ihren Vater, an Camillo Ugi, einen lange Zeit vergessenen Star der Anfangszeit des deutschen Fußballs. Camillo Ugi ist der Bastian Schweinsteiger des beginnenden 20. Jahrhunderts. Kein anderer Spieler schafft es bis zum Ersten Weltkrieg so oft wie der Leipziger in die deutsche Nationalmannschaft. Oft trägt er sogar die Kapitänsbinde. Hier bei einem Länderspiel gegen Holland 1912 in Leipzig vor 10.000 Zuschauern. Camillo Ugi ist zu Anfang Turner. 1899 mit 15 Jahren hat ihn die Leidenschaft für den Fußball aber längst erfasst. Er hat immer seine Athletik trainiert und ist sehr viel auf den Händen gelaufen. Das war also gang und gäbe. Das hat er auch zwischen einem gedeckten Tisch gemacht und sowas. Camillo macht auch mal einen Handstand. Und so konnte er den Handstand in jeder Lebenslage und überall drücken. Und da hat er aus Spaß mal nach einem Tor sich einfach an die Torleiter gegangen und hochgedrückt und hat dann einen Handstand gemacht. Und das wurde sein Markenzeichen, das hat er dann lange gemacht. Fußball um 1900, eine englisch geprägte Angelegenheit. Ein Auszug aus Ugis Tagebüchern. Beide Goals fielen in der ersten Hälfte. Tauber als Back famos, Becker ging. Ich als Centerhalf einmal schön durchgebrochen, leider ohne Erfolg. Kam ein Ball über die Mitte, so hatte ihn fast immer Wallner als Goalgetter in seinen Händen. Mit dem VfB Leipzig wird Ugi 1906 deutscher Meister. Dreimal holt der VfB bis 1914 den Meistertitel. Hier in Leipzig-Probstheida absolviert Camillo Ugi Anfang der 20er Jahre seine letzten Partien. André Göhre hat diese Zeit erforscht. Der Fußballhistoriker weiß, welchen Stellenwert Ugi damals hatte. Ugi war seiner Zeit von damals weit voraus. Er war ein Ausnahmespieler, den man heute wahrscheinlich in der Art im deutschen Fußball auch unter den Profis nicht mehr findet. Er war in seiner Spielweise als Abwehrspieler rustikal, war gefürchtet, aber immer fair. Ugis VfB Leipzig baut 1922 sein eigenes Stadion samt Holztribüne, die heute noch in Betrieb ist. Jetzt spielt hier VfB-Nachfolger und Viertligist Lokomotive Leipzig. Nach der Jahrtausendwende gibt es einen besonderen Fund unter der Tribüne. 2004 war von mir ein Kollege hier unten drunter gewesen und hat hier Objekte, Stückzahl ca. 2500 Stück entdeckt. Unter anderem die Originaleinladung vom DFB verschickt an Camillo Ugi zu den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm. Wir bitten um baldige Mitteilung, ob es Ihnen überhaupt möglich ist, für die Zeit abzukommen. Weiter heißt es, die sämtlichen Kosten, auch für die vom Reichsausschuss vorgeschriebene besondere Kleidung, werden von uns getragen. Camillo Ugi muss 1914 in den Krieg, wird verletzt, überlebt aber im Gegensatz zu vielen VfB-Spielkameraden. Er fängt 1918 wieder an mit dem Fußballspielen in einer Zeit des Hungers und der Entbehrung. Und er lernt bei einem Spiel seine 16 Jahre jüngere Frau kennen, die Tochter eines Fleischermeisters. Die Mädchen hatten natürlich immer dick belegte Wurstbrote mit. Und mein Vater saß am Nebentisch und hat ganz begehrlich immer darüber geguckt, auf diese dick belegten Wurstbrote. Und da hat meine Mutter gesagt, Sie gucken so, wollen Sie mal kosten, wollen Sie was abhaben? Und hat ihm eine Blutwurstschnitte gegeben. Und da war das Eis gebrochen. Die Hochzeitsreise geht in die Schweiz. Zusammen mit der VfB-Mannschaft, versteht sich. Denn die absolviert dort ein paar Spiele gegen einheimische Vereine. Mit 40 Jahren ist endgültig Schluss mit dem aktiven Fußball. Die Familie ist nun der Lebensmittelpunkt. Beruflich kommt Ugi gut voran. Er wird Betriebsstättenleiter in einer Leipziger Fabrik für Kinematografen. Ugi bleibt dem Fußball treu, auch nach 1945. Oft besucht er Spiele der VfB-Nachfolgemannschaften in Leipzig-Probstheida. In der DDR verblassen seine Erfolge. Der bürgerliche Fußball aus der Zeit vor 1945 samt seiner Protagonisten ist bestenfalls noch eine Randnotiz. Jetzt zählt die Entwicklung des sozialistischen Sports. Er wollte sich so gerne einbringen, weil er ja auch ein Theoretiker war. Er hat ja viele taktische Überlegungen auch niedergeschrieben und so weiter. Und er hat immer gesagt, als Trainer könnte ich bestimmt was bewirken. Aber das ist ihm nicht gelungen. Er hat sich mehrfach beworben. Nicht mal Markleberg hat ihn genommen.
Im Westen Deutschlands wird Camillo Ugi weiter hoch verehrt. Weil er Rentner ist, darf er reisen und wird regelmäßig zu Länderspielen eingeladen. Der DFB vergisst seine Altvordere nicht. Jedes Jahr zu Weihnachten erhalten die Ugis ein Paket. Sie sind dankbar, fast immer. Einmal ist Camillo erbost über einen Zeitungsartikel in einer Westzeitung. Und da stand, die ersten Pakete sind unterwegs und wir in diesem Jahr bedenken wir wieder zwei Bedürftige in der Ostzone, unter anderem Camillo Ugi, der heute völlig verarmt und mittellos in der DDR, also in Markkleeberg, lebt. Und da hat mein Vater völlig empört einen Brief geschrieben und hat geschrieben, also er möchte da was gerade stellen. Er hat sich natürlich gefreut, aber vor allen Dingen darüber, dass er nicht vergessen ist. Aber er möchte doch erwähnen, er ist überhaupt nicht verarmt. Er lebt in geordneten Verhältnissen, hat eine Rente und ist auch nicht einsam. Er hat eine Frau und drei Töchter. Camillo Ugi verbindet eine lange Freundschaft mit Sepp Herberger, dem legendären Weltmeistertrainer von 54. Beide pflegen bis an Ugis Lebensende 1970 einen engen Briefkontakt. Herbergers letzte Worte an die Ehefrau. Solange es eine deutsche Fußballnationalmannschaft gibt, wird der Name Camillo Ugi fortleben. Mit dem Ausdruck tiefsten Mitgefühls, Ihr Sepp Herberger. Der größte Fußballer der Anfangszeit droht nach seinem Tod vollkommen in Vergessenheit zu geraten. Das ändert sich erst nach der Wende. Da ist der Bürgermeister auf seinen berühmten Sohn der Stadt aufmerksam geworden. Das haben wir ja gar nicht gewusst. Und da könnten wir doch eigentlich den bisher namenlosen Sportpark danach benennen. Und so ist es dann gekommen. Muss ich sagen, da war ich schon sehr gerührt und dachte, ja, wenn das der Vati erlebt hätte, das hätte ihn schon sehr gefreut.